Wir befinden uns heute im Untergeschoss im Sporthaus. Und wie ihr schon hinter mir seht, geht es heute um das Thema Ski- und Skischuhberatung. Wir sind absolute Experten im Thema alpinen Ski und dazu haben wir den Sabin eingeladen und werden euch das gleich mal zeigen. Im Wesentlichen sind es 3 Schritte zum passenden Skischuh. Als erstes macht man einen ordentlichen Scan, als zweites wählt man einen passenden Schuh aus und im dritten passt man den Schuh und die Sohle an. Zu Beginn muss man natürlich einen ordentlichen Scan machen, dafür gibt es die passenden Socken. Die Kundendaten werden angelegt und der Scan wird gemacht. Anschließend schauen wir uns gemeinsam mit dem Kunden den Scan an, gehen auf die verschiedenen Details ein, erklären dem Kunden, wo vielleicht Schwerpunkte liegen, wo es Unterschiede gibt, was man bei seinem speziellen Fuß beachten muss. Wir holen uns Informationen von ihm, welche Fahrweise hat er, wie sportlich fährt er, wie lange fährt er schon Ski. Und daraufhin können wir eine gute Vorauswahl treffen, welche Skischuhe überhaupt in Frage kommt. Während der Anprobe muss man auf jeden Fall darauf achten, dass der Kunde sich immer in einer skitypischen Position befindet. Das heißt, immer in einer leichten Vorlage. Auch der Schuh hat meist eine leichte Vorneigung, sodass der Kunde dementsprechend auch eine Haltung einnehmen muss, die skitypisch ist. Erst dann kann er wirklich beurteilen, sitzt der Schuh gut, haben wir einen guten Halt in der Ferse und im Sprunggelenk. Und so können wir dann eruieren, ob es der richtige Schuh ist oder ob man vielleicht doch nochmal eine passende Alternative probieren muss. Wenn wir den passenden Schuh gefunden haben, können wir natürlich mit dem Schuh noch arbeiten. Als erstes ist es immer wichtig, eine gute Sohle dazu zu machen und ein ordentliches Fußbett. Dient der Positionierung des Fußes im Schuh selbst, aber natürlich auch der Unterstützung des Fußgewölbes. Wir haben beim Skifahren eine sehr statische Belastung, das heißt keine Abrollbewegung. Die Muskulatur im Fußgewölbe ist das in dieser Form nicht gewohnt. Und da kann man einfach mit einer guten Sohle und einem guten Fußbett für Entlastung sorgen und die Muskulatur unterstützen. Außerdem kann man natürlich auch mit den Schuhen noch gut arbeiten. Wir können die Schuhe erwärmen, punktuell arbeiten und den Schuh anpassen. Und während wir jetzt auf die Skischuhe warten, möchte ich euch sagen, dass ihr online natürlich eine kleine Auswahl an Skischuhen findet, aber hier vor Ort haben wir ca. 100 verschiedene Modelle. Kommt gerne vorbei und auch wenn es mal nach viel aussieht, meldet euch an, ihr bekommt einen Pager und dann werdet ihr nach und nach aufgerufen und seid dann an der Reihe. Man kann auch, wenn der Kunde eine größere Druckstelle hat oder irgendeine größere Beschwerde, tendenziell noch mit so einem Schaumstoffpad was abkleben, um einfach an den relevanten Stellen noch ein bisschen mehr Volumen im Schuh zu schaffen und dann eben ein bisschen mehr Platz, um dem Kunden das zu erleichtern und Druckstellen zu vermeiden. So, Sabine, dann danke auf jeden Fall, dass du uns heute unterstützt hast bei dem Video. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß damit und viel Spaß beim Skifahren. Gute Heimreise. So, jetzt habt ihr gesehen, wie eine Skischuhberatung bei Engelhorn abläuft. Wir haben aber neben den Skischuhen natürlich auch die passenden Alpinski. Und falls ihr zu Hause schon Ski habt, haben wir von Wintersteiger die neueste Maschine, die Jupiter. Und da könnt ihr gerne vorbeikommen, euch die schleifen lassen.